Willkommen zu Alphametrie 2.0 oder Omega, welcher ist denn das jetzt? 9, ne? Das 9? 9? Nee, 10. Omega 10. Gegen den jungen, starken, mega übertriebenen Mikrosummer. So, wieder mit dabei. Die Raylan, die im letzten Video ebenfalls dabei war als mein Co-Tank. Und die Aya, beides aus meine persönliche Heilermieze, beide vom Schild Eorzea, der besten FG auf Shiva. Und wir legen direkt los. Ich hoffe, dass ich das mit dem Rein und Raus vernünftig hinbekomme. So. Denn im Prinzip ist dieser Fight einfach nichts anderes als AOE ausweichen. Düst jetzt in die Mitte und rotiert. Ich glaube, wenn er nochmal im Kreis dreht, dann heißt es raus. Und wenn er sich über seinen Kopf bewegt, genau, jetzt müssen wir raus. Und so weiter. So, wenn er sich zweimal dreht, dann raus. Und wenn er jetzt dreht und irgendwas anderes macht, dann ist es rein, das ist wieder raus. Jetzt kommen noch Earthshaker dazu, die sollten nicht in die Gruppe gehen. Hat ganz gut geklappt. So, Agmon, wir kennen es ja. Gibt sogar einen heiligen Quell dazu. Nö, das lief doch. Hier kriegt die Raylan nochmal ein bisschen Aggro. Er hat wieder eine Drehung gemacht. Und jetzt müssen wir schauen. Jetzt heißt es rein. Drehung und Rolle. So rum war das. Rolle und Rolle werden dann an die Seite, an die Seiten laufen. Drehung. Und was kommt? Rolle wieder rein. Und jetzt muss man aufpassen, wie man sieht. Kazam. So, AOEs. Raus da. Sollte man eine größere AOE auf dem Kopf haben, dann sollte man rauslaufen, wenn man dann solche Eismarkierungen ablegen muss. Die müssen wir jetzt aber gerade nicht. Wir haben eine Rolle nach vorn. Und nochmal eine Rolle nach vorn, das ist dann Ecken. Ach stimmt, hier gibt es ja nur Ecken. Ich denke schon an Savage wieder. Das ist die Eis-AOE, von der ich geredet habe, die schön an den Rand bringt. Der Rand tötet hier nicht, da könnt ihr rein spazieren. Aber wichtig ist, dass für die nächste Mechanik die Mitte frei ist. Upsa. Ja gut, da war ich zu langsam. Selbst schuld. Jetzt kommt ein Ad. Jetzt die Frage, wer nimmt's? Du könntest mal kurz wieder fragen, ob sie es nimmt. Check. Gut, dann brauche ich gar nicht weiter in die Stance gehen, sondern kann mich hier um die Pylonen kümmern. Wichtig ist auch hier nicht vorm Ad stehen. Das macht dicke, dicke AOE. Raylan kümmert sich auch jetzt gerade darum, dass der eine Pylon, der da vorne ist, von ihr die ganze Zeit unter Beschuss genommen wird. Während wir die anderen machen. Na komm. So, jetzt gehe ich mit auf den von Raylan. Und jetzt wird der Drache gemöbelt. Der muss nämlich auch drauf gehen, bevor Midgarsommer seine Ulti castet. Man sieht halt eben auch, Midgarsommer Aether ist schon auf 66%. Viech liegt am Boden. Wir geben nochmal ein paar Schilde raus. Ach, da ist Norden. Ich habe gerade Norden gesucht.
So, und jetzt macht er im Prinzip genau das gleiche, was er auch in der ersten Phase gemacht hat, mit einem Unterschied. Und zwar kann es passieren, dass es jetzt auch Eisflächen gibt. Und am Rand kommen halt eben noch AOE runter. Da ist der Tankbuster. Am Rand kommen jetzt nochmal AOEs, denen ausgewichen werden muss. Die sieht man jetzt gerade. Hier ist es im Prinzip genauso wie bei anderen AOEs. Da, wo sie zuerst runtergekommen ist, wird sie nicht wieder runterkommen. Ich gehe mal hier in die Mitte. Das ist für mich ein bisschen einfacher zu handeln. So. Da nochmal kurz ein bisschen Aggro zuschießen. Jetzt kommt Kreuz des Nordens. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Eisfläche. Wie gesagt, vom Rand muss man zum Glück keine Angst haben. Er rotiert. Und jetzt kommt, jetzt ist die Frage, er rotiert nochmal. Das heißt raus. Fuck, das war zu spät. So, er dreht sich im Kreis, das heißt, wir können schon mal auf die Ecken einrichten. Und Ecken. Okay, jetzt kommen diese netten Strand-AOEs und das, was man von Nidhogg auch kennt. Er charged einmal durch die Arena. Ich habe meinen Requiescat einfach mal ins Nichts gehauen. Auch was Schönes. Oh fuck. Schnell mal hier hin. Und weiter. Das war der gesamte Fight. Ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Wenn ihr ihn noch nicht kennt. Drehung. Und Drehung raus. So, da waren noch mal ein paar Earthshaker. Agmon mit heiliger Quell aktiv. Das macht die Sache hier einfacher für die Heiler, wie man sieht. Nicht nur hier. Wenn ihr einen Mönch in der Gruppe habt, wie heißt es gleich? Ich komme gerade nicht drauf auf die Fähigkeit. Wilde Gabe? Nein, ich krieg's echt gerade nicht hin. Ja, auf jeden Fall kann der Mönch ebenfalls ein bisschen den Schaden reduzieren. Das ist für Savage ganz interessant und notwendig. Ups, mal eben schnell an den Rand damit. Jetzt gehe ich mal hier nach hinten wegen den AOEs. Die Eis-AOEs. Ach egal, das Viech ist tot. Beim ersten Anlauf, so muss das sein. Also ich kann zumindest schon mal sagen, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, ist der nächste. Aber den seht ihr dann. So, es gibt wieder Loot. Was haben wir denn? Einen Bolzen haben wir. Ja komm, ist ja egal. Ich würfel Bedarf auf den Bolzen. Habe ihn nicht bekommen. Doof. Ich bin gerade echt hin und her. Nehme ich jetzt das Pedal? Oder nehme ich den Bolzen? Ich bin wieder so hin und her gerissen. Komm, nehmen wir das Pedal. Dann muss ich aus 1 nur noch das Pedal und Aya hat schneller ihre Bolzen. Nein? Das war doch vorhin schon nicht wirklich. Hä? Ich hab doch beide nicht gekriegt. Ja, aber dann müssen wir beide uns nicht um die Bolzen kümmern. Das meinte ich damit. Und wir reden nochmal mit Sid. Weil im Grunde ist es egal, es ist Kopf wie gesprungen, ob ich jetzt
erstmal Bolzen nehme, ob so oder so, ich hole mir jetzt zwei Items. Und diese zwei Items, ob das jetzt einmal, ich glaube, Fuß und Hände sind, oder ob es jetzt Hände und zwei andere Gegenstände sind, ist gehopft wie gesprungen. Mittlerweile müsste ich auch genügend Gegenstände haben, um mir 360er Items zu holen. Also genügend Marken. Von daher ist das schon in Ordnung, das passt schon. Ich denke mal, vor nächster Woche wird sowieso mit Savage nix. Also ganz entspannt. Oi? Das war auch an dich gerichtet, stimmt. Ich sagte, vor nächster Woche wird es mit Savage wahrscheinlich sowieso nichts. Ja. Deswegen macht diese eine Woche Equipment mehr oder weniger auch nichts. Ja. Ja. Das habe ich gesagt. Okay. Mehr wollte ich nicht. So, Omega sucht uns einen neuen Gegner aus. Die Frage ist, was wird es werden diesmal? Okay, irgendwie scheint Omega wohl aggressiv zu werden. Okay, die Testphase ist rum, jetzt geht's um die Wurst anscheinend. Bin mal gespannt. Oh oh, was ist jetzt mit Zit los? Warum zittert er so?
Omega sieht irgendwie ein bisschen. Weiß nicht. Alpha sieht ein bisschen traurig aus. Oder gelangweilt. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Gesichtsausdruck zu bedeuten hat. Nein, das ist traurig. Ich glaube, das ist traurig. Ich glaube, er macht sich Vorwürfe, weil er nur eine Projektion von Omega ist. Aber egal. Sid hat recht. Wir werden Omega besiegen. Wenn nicht wir, wer sonst? Und da strahlt der Schokobo wieder. Ja, das ist aber ein putziger Schokobo. Habe ich eigentlich die Alpha-Puppe schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ne? Die gab es relativ früh. Noch haben wir Omega, sind wir noch nicht zu Omega vorgedrungen. Deswegen meine ich auch, dass diese Folge ziemlich, also ein bisschen länger dauern wird als die letzte, weil wir hier jetzt noch ein bisschen quasseln müssen für den letzten Fight. Und dafür müssen wir erstmal einen kleinen Abstecher nach Ragnaros Wacht machen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil wir gucken mal ganz kurz, wie viele Punkte sind. Naja, gut, 429. Naja, ach Quatsch, hier oben. Nee, doch nicht. 429 Verlogenheit brauchen wir. Das heißt zumindest, dass wir uns ein Trinket holen könnten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das machen wir dann einfach mal. Ich hoffe nur, dass es sich auch irgendwie lohnt. Das ist so ein 360er Gegenstand noch irgendwie auswechseln. Das machen wir mal schnell. Dauert ja nicht lang. Wir müssen halt eben erstmal nur gucken. Von wegen, was wir denn überhaupt brauchen. So. Verlogenheit Krieger. Nö. Wir brauchen Accessoires. Was haben wir denn hier? Crit-Schnelligkeit. Das wäre schon mal ganz cool. Wobei wir unglaublich hoch in der Schnelligkeit gerade liegen. Da haben wir gerade Entschlossenheit, Schnelligkeit. Ansonsten Crit Entschlossenheit, das ist auch ziemlich nice. Da haben wir aber das 355er. Schnelligkeit, Unbeugsamkeit, Pfui Deibel. Entschlossenheit, Schnelligkeit. Naja, Unbeugsamkeit haben wir hier halt eben drauf. Ja, dann wäre es vielleicht sinnvoller, einen von den Ringen hier auszutauschen. Das machen wir einfach mal. Wobei Entschlossenheit, Schnelligkeit. Speed ist jetzt nicht das, was uns fehlt, aber egal. Nehmen wir den einfach mal mit. Ah, ich bin immer noch unschlüssig. Speed, Speed, die haben alle Speed. Na komm. Nehmen wir den Ring, passt schon. Zack. Neues Item-Level von 370. Endlich, es geht voran. Und jetzt wollen wir erstmal zum Zielort. Jesse und Sid sind schon am Quasseln. Die neuen Gegenstände stehen parat. Sie müssen nur noch abgeholt werden. Alpha sieht immer noch ein bisschen besorgt aus. Aber warum zittert der denn so? Genau.
Blitze sind immer gut gegen elektronische Gegenstände. Und Omega ist nichts anderes als ein Gegenstand für mich. Puh. Böses, böses Treiben, was Sid da durchlebt hat. Damals. Tja, vieles passiert seitdem. Wir sehen es halt. Der Aufbruch von Sid aus Garlemald, beziehungsweise das Übertreten zur Eoseischen Allianz, die Hilfe für die Eorzea, die er geleistet hat, auch der Drachenkrieg im Kampf gegen die Galea, ist er immer an vorderster Front gewesen mit der Enterprise und wie sein Schiff nicht sonst so heißt. Und Nero, der eigentlich ja mal einer der Bösen war, der jetzt auf einmal auf unserer Seite steht und uns mithilft. Ich traue diesem Typen immer noch nicht. Dafür, dass er so rumgekotzt hat, also so rumgeprotzt hat mit, ich bin so cool, ich bin der Beste, bla 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 bla. Glaube ich nicht, dass er einfach so überläuft und sagt, ich gehöre zu euch, nur weil ich als tot, weil ich in Garlemald jetzt als tot angesehen werde. Das will mir irgendwie nicht so ganz in den Sinn kommen. Da steckt irgendwie noch mehr hinter. Irgendwie ist er immer noch ein Freund der Kaiser, bin ich der Meinung. Des Kaisers bin ich der Meinung. Aber dafür hält er sich echt schon unglaublich lange zurück. Aber auch wir müssen jetzt endlich mal mit Sid sprechen. Denn wir wollen weiter. Und es kann schon losgehen. Yay! Auf zur nächsten. Na komm. Einfach hier rüber. Auf zur nächsten Runde. Mich kribbelt schon in den Fingern. Gut, dass ich zumindest hier fliegen kann. In Alamigo kann ich es nämlich immer noch nicht. Hier unten im Fen. Fen, ja. Genau. Oh, aber auch hier hat sich ein bisschen was geändert. Der Stand der lila Suppe ist langsam geringer geworden. Habe ich das Gefühl. Wir wollen jetzt zum interdimensionalen Riss zurück.
denn hier erwartet uns Omega? Jetzt bekommen wir endlich das Gerät. Der Omega Blitz. Der wird uns sicherlich gute Dienste leisten, so wie es immer der Fall war, wenn es um gute Dienste ging. Und damit ist jetzt auch endlich die Alphametrie 3 freigeschaltet. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke wieder mal fürs Zuschauen. Bis bald und so.